Hallo und willkommen zu FarmTV, Ihrem Infomagazin rund um die neuesten Entwicklungen und Innovationen von GEA Farm Technologies. Heute mit einer Spezialausgabe zum Thema Fressgitter. Wir waren für Sie in den Niederlanden und haben den Weg des Twist-and-Lock-Fressgitters von der Planung über die Herstellung und Montage bis in den Stall verfolgt. Royal de Boer ist eine Produktlinie von GEA Farm Technologies. Seit 1869 hat sich Royal de Boer als führender Hersteller von Stalleinrichtungen in über 45 Ländern etabliert. Seit 2009 gehört Royal de Boer zu GEA Farm Technologies. Wir befinden uns jetzt in Leeuwarden, dem Sitz und der Produktionsstätte von Royal de Boer, und wir möchten uns hier die Herstellung der neuen Fressgitter von GEA Farm Technologies anschauen. Ich treffe jetzt gleich Herrn Breunsma, den Produkt- und Marketingmanager von GEA Farm Technologies, aber ich würde sagen, wir gehen vorher erstmal rein und schauen uns die Herstellung der Fressgitter an. Neben mir steht jetzt der Produkt- und Marketingmanager von GEA Farm Technologies, Herr Breunsma. Herr Breunsma, was bedeutet denn das Wort Royal in Royal de Boer? In Deutsch heißt das königlich. Und das heißt, dass Royal de Boer ein Unternehmen ist, die mehr als 100 Jahre existiert. Herr Breunsma, heutzutage arbeiten Milchviehbetriebe ja immer effizienter und wirtschaftlicher, und das hat große Auswirkungen auf die Stalleinrichtung. Sie muss qualitativ hochwertig, langlebig, wartungsarm und zugleich tierfreundlich und funktional sein. Was macht die Twist-and-Lock-Fressgitter da so robust? Unsere neue Twist-and-Lock-Sicherheitsfressgitter ist ein innovatives Produkt, die viele Eigenschaften in sich hat, wodurch es ein besonderes Gitter ist und das einzige Gitter mit all diesen Möglichkeiten im Markt. Und was sind die Besonderheiten? Was so besonders ist an das Gitter, ist das große Kopfloch von fast 40 cm. Das ist die Möglichkeit, um die Gitter mit einem Hebel über 40 Meter zentral zu bedienen. Das heißt, dass wir zentral verschließen können, das heißt, dass wir Kühe zentral fangen können. Das Gitter hat auch in sich, dass wir pro Kuh ein Kuh festhalten können oder freilassen können. Und wir haben das spezielle Twist-and-Lock-System darauf, wodurch wir Kühe festhalten können, wenn andere Kühe freigelassen werden. Wir befinden uns jetzt hier in der Keimzelle der Produktion der CAD-Planung. Und noch bevor die erste Schraube beim Fressgitter montiert wird, entsteht durch die CAD-Technik ein dreidimensionales virtuelles Modell. Hallo Herr Wamfer, Sie sind der Produkt- und Research Engineer. Was machen Sie hier genau? Ich habe die Entwicklung des Fressgitter gemacht und ich mache die Zeichnungen für die Produktion. Was findet jetzt hier gerade statt am Computer? Ich mache eine Zeichnung für ein neues Fressgitter, ein neues Modell und anderes. Aus der technischen Zeichnung berechnet das CAD-Programm eine 3D-Ansicht des Fressgitters. So, Herr Breunsma, wo sind wir denn jetzt hier genau? Wir sind hier in die Montagenhalle von GEA Farm Technologies und hier wird das Fressgitter zusammengebaut. Das Twist-and-Lock-Fressgitter wird mit Hilfe modernster Produktionstechnik hergestellt. Sie sehen hier den Lasertube bei seiner Arbeit. Millimetergenau fräst der Laser Montagelöcher in die Vierkantprofile. Ist eine Seite fertig, werden die Profile gedreht und weiter geht es mit dem Laser. Hier sehen Sie den Schweißroboter bei der Arbeit. Er verbindet nun die vorgefertigten Bauteile miteinander. Das Fressgitter kann ganz individuell an spezielle Kundenbedürfnisse angepasst werden. Wir haben bereits gesehen, wie die Fressgitter produziert wurden und sind ihnen nun auf ihrem Weg in den Stall gefolgt. Wir sind jetzt in Balgöl und jetzt sind wir ganz gespannt, wie die Twist-and-Lock-Fressgitter installiert werden. Wir gucken mal. Herr Geritz, hallo. Guten Tag. Sie vertreiben das neue Twist-and-Lock-Fressgitter von GEA Farm Technologies. Was profiliert Sie dabei? Ja, die erste Eindrücke sehr gut. Da waren viele Fragen in die Markt für das neue Twist-and-Lock-System.
Und das erste Eindruck ist sehr, sehr gut von den Systemen. Es wirkt genau. Und die Kunden sind auch sehr zufrieden damit. Vielen Dank. Das neue Fressgitter kann an jeder Art von Pfosten montiert werden. Die Montage ist einfach. Sehen Sie selbst, wie schnell das geht. Eine Kuh verbringt durchschnittlich 4 Stunden am Tag am Fresstisch. Je komfortabler die Haltung und Position beim Fressen ist, desto besser ist die Futteraufnahme. Die Fressgitter von GEA Farm Technologies erfüllen hierbei wichtige Aufgaben. Im Stall des Betriebs von Herrn van Ginkel sind vor 2 Wochen die neuen Fressgitter montiert worden. Zeit für eine kurze Kontrolle des GEA-Händlers. Neben mir steht jetzt Herr van Ginkel und er hat seit einigen Wochen die neuen Twist & Look Fressgitter von GEA Farm Technologies. Herr van Ginkel, was sind die Vorteile an den Fressgittern und wie zufrieden sind Sie? De voordelen van dit hek zijn dat je individueel vast kunt zetten, individueel los kunt laten en dat ze veel ruimte hebben met het vreten en in de hoogte maat. Mm-hmm. Kunnen Sie uns vielleicht zeigen, wie die Fressgitter funktionieren, was speziell die Vorteile für Sie sind? Dat kan. Ja. Ich komm mal mit. Als ze vast staan, kan je ze met deze individueel loslaten. Ik kan ook met deze vastzetten en die zetten. En dan kan de koe niet weg. Ik zal het daar nog een keer. En dan laten we deze los. En dan blijft deze vaststaan. Dat was het. Die Tiere sollen bei der Nahrungsaufnahme nicht auf dem Futtertisch stehen und sich nicht gegenseitig verdrängen. Extra für uns wird das Futter noch einmal aufbereitet. Jetzt können Sie sehen, wie die Kühe das Fressgitter angenommen haben. Platz genug für eine bequeme Position. Und das mit einer einfachen Handhabung. Schwenkbare Stangen bieten den Kühen mehr Bewegungsraum. Kunststoffpuffer am Schwenkhebel sorgen für geringeren Lärmpegel und damit für ein angenehmes Stallklima. Ja, das war's soweit aus Bennekom und damit zurück ins Studio. Das war's soweit von uns von FarmTV. Wenn Sie noch Fragen, Anregungen oder Wünsche zu unserem Programm haben, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an info@gea-farm.com. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Tschüss und bis bald hier bei FarmTV.